was machen Sachen? Ja, wie ihr gerade gesehen habt, werden wir uns darum kümmern, wie wir halt unsere eigene Tür machen können, die wir halt auf und zu machen können. Das ist eine ganz simple Einstieg in Blueprints, eine ganz einfache Sache, die man machen kann. Und ich dachte mir, sowas ist halt super für den Einstieg. Es ist halt eine Sache, die man oft braucht, so Türen auf und zu machen. Und es ist halt auch was, was halt nicht so kompliziert ist zu erstellen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und wechseln kurz in Unreal. So, einmal in Unreal angekommen. Wir brauchen jetzt erstmal eine Blueprint. Ist auch ganz einfach. Wir gehen erstmal in unseren Content Browser, suchen uns einen schönen Ort aus. Machen vielleicht auch mal einen neuen Ordner auf, neuen Folder. Blueprints. So, wenn man schreiben kann, ist das leichter. Und in diesen Ordner gehen wir einfach mal auf Rechtsklick. Dann haben wir Blueprint Class. Und wir gehen auf den Actor. Das ist so die Standard-Basis-Geschichte, die man für die meisten simplen Sachen braucht. Und dann geben wir einfach mal ein, wir nennen das einfach mal Tür und ich persönlich mache mal Blueprint dahinter, wenn ich suchen möchte, dass ich auch leichter finde. So, Doppelklick drauf und wir kriegen ein neues Fenster. So, wir haben hier erstmal ein Fenster, das ist noch leer, da ist noch nichts drin. Hier fügen wir jetzt erstmal unsere Tür ein. In dem Viewport ist einfach das drin, was wir dann sehen, was in der Blueprint halt vorhanden ist. Wir gehen in unseren Starter-Content, da haben wir nämlich eine Tür und einen Türrahmen, die brauchen wir. Ihr könnt jede beliebige Tür und Türrahmen nehmen, die ihr möchtet. Wichtig ist, dass ihr wie hier, wenn ihr eine Tür importiert, dass der Nullpunkt wirklich hier an dieser Kante ist, weil hier dreht sich ja die Tür. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr euch halt Türen erstellt und importiert, dass halt wirklich der Nullpunkt an dieser Kante ist, wo die Scharniere halt befestigt sind. Sonst funktioniert es nicht so, wie es soll. Die schieben jetzt einfach mal an Position. Wir lassen sie jetzt einfach mal mittig. Ihr könnt machen, wie ihr das möchtet. Normalerweise sind Türen immer an einer Stelle so ein bisschen eingeditscht. Je nachdem, ob es halt nach drin oder nach draußen führt. Die sind nie 100% mittig. So, lassen wir es einfach so. Ist ja okay. So, jetzt brauchen wir noch eine Collision Box in unserem Viewport. Die ist einfach dafür da, dass man Unreal sagen könnte, wenn das Mannequin in diesem Bereich ist von der Box, da kann es mit der Tür interagieren. Sonst hätten wir das Problem, wenn man nur sagt, interagiere mit E, dann egal wo wir auf der Karte sind und E drücken würden, würde die Tür aufgehen. Das wollen wir nicht, wir wollen ja einen bestimmten Bereich nur abgrenzen. Wenn du da drin bist, kannst du die Tür benutzen. Das machen wir halt mit dieser Collision Box. Gehen wir einfach auf Add. Einmal Box und dann müssen wir sie direkt kriegen. Collision Box. Die ist jetzt einfach hier so ziemlich unspektakulär. Passt sie so ein bisschen an, je nachdem, wie ihr die braucht. Ihr müsst halt dran denken, euer Mannequin, der sollte da noch reinpassen. Ich mache die jetzt einfach mal größer. Das heißt, wir können Unreal einfach sagen, wenn das Mannequin jetzt in dieser Box steht, können wir es dazu befähigen, halt irgendwas mit dieser Tür zu machen. Das ist einfach so eine Einschränkung. Es funktioniert nur dann, wenn du halt da drinnen stehst. Was wir machen können, ich habe jetzt hier die Box schon an die Tür gemacht. Die könnt ihr einfach bei Drag and Drop einfach verbinden oder nicht verbinden. Das heißt, wenn jetzt hier die Tür aufgehen würde, hallo, ja, dann geht die Box mit, macht bei einer Tür halt Sinn, dass sie halt die Tür verfolgt. So, und das hier war auch die ganze Vorbereitung, die wir in Viewport brauchen. Ihr braucht auch nicht wundern, die Collision Box, die werdet ihr später im Spiel direkt nicht sehen. Sobald ihr Play drückt, ist die weg. Das ist einfach nur zum Zeigen für euch, ja, die ist übrigens hier. Ihr müsst die auch sehen können. Dann gehen wir auf den Event Graph. Wir können das hier erstmal löschen, das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt erstmal eine Referenz zu unserer Box, dass Unreal weiß, okay, wir brauchen diese Box und da müssen wir irgendwas tun. So, jetzt kommt der Part, der halt spannend ist, indem wir Unreal sagen, okay, wann musst du jetzt mit dieser Tür interagieren? Wir wollen ja, dass es interagiert, wenn das Mannequin in der Box ist. Machen wir so, wir gehen auf unsere Box, Rechtsklick, Add Event, Add on Component Begin Overlap. Heißt im Moment einfach nur, wenn irgendwas da drin steht, dann passiert irgendwas. Da können wir ihm Befehle geben. Das gleiche machen wir mit Add Event End Overlap. Wenn wir rausgehen, da passiert auch irgendwas. Wenn wir nur diese Note nutzen würden, würde es heißen, sobald wir die Box irgendwann mal betreten haben, können wir immer die Tür öffnen. Das ist ja auch Blödsinn. Wir müssen auch Unreal sagen, okay, wenn jemand da raus ist, kann er die nicht mehr benutzen. Wie gesagt, sonst wird es halt heißen, wir gehen einmal durch die Box durch und gehen halt einmal quer durch den ganzen Raum und da triggern wir die Tür. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen. Deswegen müssen wir auch sagen, okay, wenn du das jetzt End Overlap machst, dann hört die Aktion auf. So, was wir jetzt brauchen, ist etwas zu sagen, welcher Charakter muss jetzt da reinlaufen, dass irgendwas passiert? Oder muss es ein Mesh sein? Was muss jetzt in der Box sein, dass man irgendwas machen kann? Wir wollen, dass unser spielbarer Charakter ist. Also brauchen wir unseren GetPlayerController. Da oben haben wir den. Der sagt jetzt, das ist der Charakter, mit dem wir spielen. Und jetzt müssen wir ihm noch sagen, was genau soll jetzt passieren? Dann gehen wir hier oben hin und sagen Enable Input.
Input. Einfach, ja, ermöglicht es einfach einen Input zu machen, dass irgendwas passiert. Und dann hier unten haben wir das gleiche mit Disable Input. Ups, man muss auch richtig schreiben, Disable Input. So. Heißt dann halt, sobald wir es verlassen, ist halt der Input halt ausgeschaltet. Beides packen wir an unseren Player Controller und dann war es das auch schon. So, wir haben jetzt unsere Grundbedingungen halt einfach festgelegt. Heißt, der Charakter ist in der Box und irgendwas kann er machen. Jetzt müssen wir erstmal klären, was muss er machen und was passiert dann. Wir machen jetzt einfach mit einer, du drückst eine Taste und die Türe geht auf. Dann gehen wir hin. Input, da haben wir. Also in dem Fall, wenn wir E drücken, können wir irgendwas passieren. Ihr könnt jede Taste, die ihr möchtet, nutzen. Ich finde jetzt E ganz passend, das ist ja meistens die Aktionstaste. Wie gesagt, das ist euch überlassen. So, das nächste, was wir brauchen, ist ein Flipflop. Der wechselt halt immer hin und her zwischen A und B. Haben wir A aktiviert, dann ist B dran, das ist immer hin und her. Dann können wir sagen, A geht die Tür auf, B geht die Tür zu. Wechselt halt immer hin und her. Ist praktisch, wenn man halt nur zwei Kommandos hat, dass man halt keine unendlich langen Wege machen muss. Man sagt, okay, wenn A aktiviert ist, ist B als nächstes dran. Ist ganz einfach. Jetzt brauchen wir eine Timeline. Add Timeline. Und die machen wir, sagen wir, Tür Rotation. Ja, falsch geschrieben, egal. So, dann drücken wir da Doppelklick drauf. Okay, wir gehen als erstes hier auf das Plus F, wir adden einen Flowtrack. So, ich stelle das hier oben erstmal auf Länge auf 2 um, für 2 Sekunden. Dann sagen wir, okay, ich brauche einen Keyfloat. Dann machen wir von 0 auf 0. Und noch einen zweiten, der geht von 2 auf 90 Grad. Sieht ein bisschen komisch aus, wir können es ein bisschen schöner machen, indem wir sagen, zack, zack, diese beiden Knöpfe drücken, dann fokussiert das ein bisschen, dann ist der Strich schöner. Heißt jetzt einfach hier, in 2 Sekunden gehst du halt, drehst du dich um 90 Grad, dann gehen wir mal ganz 0, 0. Heißt halt hier, 2 Sekunden brauchst du, um dich um 90 Grad zu drehen. Und dann drücken wir Compile. Und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Event Graph. So, wir können auch unseren Flipflop direkt an das Reverse dran machen, weil wir wollen ja einfach mal sagen, okay, A, erste Aktion, Türe geht auf. Dann ist B aktiviert, heißt, Reverse wird aktiviert, Türe geht zu, dann geht es wieder A offen und so weiter und so hin. Das geht immer schön im Kreis. Nachdem wir unsere Timeline-Zahlen festgelegt haben, müssen wir die auch korrekt zuordnen. Wir gehen unter Update und sagen, dann haben wir Set relativ Rotation. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist unsere Tür? Hier SM Door. Oh, Set Relative Rotation für Door. Da, dann haben wir es auch gleich hier drin. Falls das nicht funktioniert, ihr könnt auch die Tür dann einfach hier so Drag and Drop reinziehen. Macht es manchmal einfacher, weil man ja mit, je nachdem wie das benannt ist, hat man noch ein bisschen durcheinander. Dann gehen wir hin. Wir wollen ja nur eine bestimmte Achse drehen. Dann gehen wir hin. Split Structure Pin. Dann tut er unsere die Location aufsplitten in X, Y und Z. So, für die Tür ist jetzt halt tatsächlich nur der Jawn wichtig, weil um diese Achse soll sich drehen. Also verbinden wir unseren Track mit dem Jawn. Drücken Compile, drücken Save. So, und das hier war es auch für erste. Das ist alles, was wir brauchen, um eine Tür dazu zu bringen, dass sie rotiert. Wir können sie auch gleich testen. Machen das zu, danke. Packen die hier hin. Jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Wir drücken Play. Gehen hin in die Box. Drücken E, Türe geht auf. Gehen wieder hin, drücken E, Türe geht zu. 1A funktioniert. Auch nicht wundern, dass ich hier einfach durch die Türe durchglitsche. Die Static Mesh-Geschichten haben nicht alle Collision. In der Tür ist einfach keine Collision vorhanden. Wir könnten theoretisch einfach so durchgehen. Normalerweise hat man eine Collision gesetzt, dass das halt nicht funktioniert. So. So. Eine Sache noch, ein Problem, was öfters kommt, ist einfach, dass die Tür in die falsche Richtung aufgeht, dass sie halt, ja, man will sie nach innen aufgehen lassen, aber sie geht nach außen auf. Das Problem kann man auch ganz leicht beheben. Wir gehen aber nochmal in die Edit-Tür, indem ihr einfach hingeht und hier zwischen eurem Ausgang von Track in die Rotation einfach einen Multiply macht. Die verbindet. Und hier dann minus 1 eingibt. Da wird es halt mal minus 1, sprich, die Richtung wird umgekehrt. Compile, Save. Dann drücken wir hier auch nochmal Play. Und dann geht die Tür in die andere Richtung auf.
Das ist mir öfters passiert, je nachdem, was für Türen ich hatte oder wo sie hinkommen, dass einfach die Tür in die falsche Richtung aufgeht. Einfach mit dem mal minus 1 kann man einfach die Richtung umkehren. Ja, und so einfach ist es tatsächlich, eine funktionierende Tür zu machen. Das gleiche System könnt ihr natürlich auch nutzen für Fenster, die halt aufgehen. Ihr könnt das ähnliche System nutzen für Schubladen, indem wir halt sagen, okay, wir nehmen jetzt keine Rotation, sondern eine Location und wir sagen halt, okay, in 2 Sekunden bewegst du dich halt 180 Schritte nach vorne und dann bist du offen. Oder halt auch, wenn man Sachen über Zeit skalieren möchte, indem man halt hingeht, okay, drückt E an einem bestimmten Collision Box und das wird dann halt größer, kleiner etc. Vom Prinzip her alles das gleiche, über einen gewissen Zeitraum wird gesagt, das und das passiert. Wie gesagt, ganz simpler Aufbau, schöne Geschichte. Und dann könnt ihr auch schon anfangen, eure kleinen Häuser zu bauen. Ihr könnt kleine Geschichten erzählen und so weiter, ja, Türen benutzen. Wie gesagt, ich fand das als Einstieg in die Blueprints immer ganz schön, weil so Türen kann man immer mal benutzen. Und das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz simpler Aufbau, den man auch relativ schnell verstehen kann. Und ja, wir werden uns wahrscheinlich in Zukunft ein paar mehr Blueprints angucken und ein paar Sachen machen. Ja. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Tutorial. Und ja, viel Spaß beim Türen basteln oder Fenster oder was auch immer ihr bastelt.